Jo, wenn es ist mir schon ein bisschen peinlich. Ich habe euch immer gesagt, ich mache es und dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht. Und deswegen tun wir es jetzt wirklich. Und zwar werde ich jetzt endlich meine Glass-Painting-Anime-Wand fertig machen. Und wie ihr sehen könnt, ist der nächste Kandidat gerade Tanaka. Ich habe wie immer angefangen, die dunklen Schatten zuerst zu malen. Denn Leute, das ganze Glass-Painting besteht daraus, dass ihr aufeinander stapelt. Und wenn ihr mit dem hellsten anfangt, dann sieht man das Dunkle am Ende nicht. Deswegen fangt immer mit den Schatten zuerst an. Nachdem ich dann die Haare und das Trikot fertig gemalt habe, kam dann das Gesicht. Und das ist meiner Meinung nach immer das Schwierigste. Denn ich finde das Anmischen der Gesichtsfarben immer am schwierigsten. Aber hier ist das Endergebnis. Wen soll ich als nächstes malen?